Vor einem Monat hat Urban Jäkle ein Interview mit Wolfgang Seibold, den CEO von Axino Capital, geführt. Urban ist Physiker, handelt selber seit über 27 Jahren mit Aktien und ist Autor des Buches Trading Systems und gibt sein Wissen insbesondere auf YouTube und seinem Signaldienst feierabenddepot.de weiter. Vergangene Woche sind wir uns auf der Investmesse in Stuttgart begegnet. Und dabei haben wir uns zum ersten Mal persönlich kennenlernen dürfen und haben die Gelegenheit natürlich direkt genutzt, ein Interview für euch aufzuzeichnen. Ich bin Urban Jäkle, mache viele YouTube-Videos zu Themen aus dem Rohstoffbereich, Uran, Silber, Gold. Und gleichzeitig habe ich auch einen Signaldienst, das Feierabenddepot, wo ihr quasi mit 5 Minuten Zeitaufwand pro Woche jeden Tag 15 aussichtsreiche, ein Aktiendepot bestehend aus 15 aussichtsreichen US-Aktien bekommt. Da sowohl Urban als auch wir bei Axino Capital mit dem Thema Rohstoffe und Rohstoffinvestments zu tun haben, wollte ich von Urban wissen, wie er die Stimmung auf der Messe zum Thema Rohstoffe wahrgenommen hat. Ja, zu Rohstoffen habe ich heute ein paar Vorträge gehört. Thema Inflation ist sehr präsent. Und wie wird die Notenbank agieren bezüglich Inflation? Und im Moment sieht es so aus, dass die Notenbank die Inflation, die Inflationsangst bekämpft. Also sie muss quasi ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen, weil wenn sie die verliert, wir haben im Moment in dieser inflationären Phase, haben wir diese Phase durchlebt, Angebotsverknappung. Ja, am Anfang waren Corona-Masken nicht da, dann war das Gas nicht da. Corona-Masken sind jetzt wieder da, die Preise sind gefallen, Gas ist aber immer noch nicht da und dann steigen die Preise. Die Frage wird sein, ist das temporär? Das ist die eine Seite, die Angebotsseite, aber da gibt es die Nachfrageseite. Noch ist es nicht so, dass die ganze Menschheit, also Europa, USA, in Edelmetalle strömt, um quasi aus diesen Papierwährungen reinzugehen. Und da ist es auch ein wichtiger Schritt von den Notenbanken, dass sie die Zinsen erhöhen. Nur ist die Frage, wie weit können die gehen? Weil wenn die irgendwann mal über 3, 4, 5% gehen, dann werden die einige Zerstörung anrichten. Am Immobilienmarkt, weil die Kredite nicht mehr finanzierbar sind, an den Aktienmärkten, an manchen Ländern, die dann in Kapitalnöte kommen. Und deswegen, also ein Thema oder für mich persönlich ist das, die Notenbank ist in der Zwickmühle. Ich denke, dass sie irgendwann mal diese Politik nicht durchziehen wird können. Und dann ist für mich Gold definitiv ein guter Inflationsschutz. Neben diesen ganzen anderen Themen, Uran, Silber, sind natürlich spekulativer. Und für mich ist Gold ein absolutes Basisinvestment in jedem Portfolio. Also gerade für die Alterssicherung, wenn man sieht, wie viel Geld da noch in Riester-Verträgen sitzt, was der Inflation komplett ausgeliefert ist, was die Leute aber einfach in gutem Glauben an die Regierung gemacht haben, dann wäre zumindest zu Diversifikationszwecken eine kleine Anlage in Gold beim einen oder anderen bestimmt sinnvoll. Aber da muss man natürlich die persönliche Situation betrachten, Haftungsausschluss und so weiter. Aber das ist so die Stimmung hier, die ich so erlebe. Wie Urban selber schon sagte, geben wir hier keine Handlungsempfehlungen. Und jeder ist für sich und seine Investments selber verantwortlich. Nachdem wir auf das Thema Gold zu sprechen gekommen sind, habe ich Urban eine Frage gestellt, die mir selber sehr oft von Messeteilnehmern gestellt worden war. Wenn ich Gold kaufe, in welcher Form sollte ich das tun? Ganz wichtiges Thema, wenn ich Gold kaufe, die Anlageform, wie man es macht. Also es gibt die Möglichkeit ETFs oder Gold physisch natürlich. Und das Problem ist mit ETFs, da gibt es halt unzählige ETFs. Also für die Leute, die ETFs nicht kennen, ist im Endeffekt eine Garantie von der Bank ein Stück Papier. Und die Frage ist halt, was steht da drin? Also man muss als Anleger dann das Kleingedruckte lesen. Es sind teilweise Prospekte mit 50 Seiten. Und wenn es zu einem Krisenfall kommt, für den man das Gold dann tatsächlich braucht, ist halt die Frage, kommt man dann wirklich an sein Gold ran? Von daher bin ich persönlich ein Fan, das Gold mit das Edelmetall auf jeden Fall direkt zu kaufen und nicht. Und dann die Frage der Lagerung. Schließfach gab es halt in den 30er Jahren schon Schließfächer, die ausgeräumt worden sind. Deswegen vielleicht eine alternative Lagerung in der Schweiz oder so zum Beispiel besser. Ist schwierig, ist kein einfaches Thema, da muss sich jeder selber damit beschäftigen. Zu Hause lagern ist immer die Frage, wie risikobereit man ist. Auf keinen Fall, wenn man es natürlich zu Hause lagert, sollte man es irgendjemand erzählen. Halte ich schon für gefährlich. Und also im Endeffekt ist es ein
das muss jeder selber entscheiden. Es hängt einfach davon ab, wie viel Gold es ist, ja. Wie viel Risiko man da gehen will. Man muss auf jeden Fall sehr sensibel umgehen, gerade in der Phase, wo wir überall Schulden haben von Staaten, wo die Staaten auch gezwungen sein werden, mehr auf das Privatvermögen eigentlich zuzugreifen, über Steuern, über Abgaben, über Verbote da dran gehen wollen. Und da muss man genau aufpassen, was man macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Schließfach per se unsicher ist. Nur haben wir halt in Corona gesehen, wie man manchmal dann plötzlich nicht an sein Schließfach drangekommen ist. Trotzdem würde ich persönlich ein Schließfach der Lagerung zu Hause im Moment vorziehen. Zu guter Letzt wollte ich Urbans Meinung zur Frage Gold- oder Silberkauf wissen. Unsere Meinung von Axino Capital haben wir bereits in diesem Video begründet, welches ich euch auch in der Videobeschreibung noch einmal verlinke. Ich denke, das ist eine Frage, wie lange der Anlagehorizont ist. Wenn man lange einen Anlagehorizont hat, dann ist für mich Silber das bessere Investment, weil es fundamental günstiger ist. Nur ist es halt schon so, dass es schon 30 Jahre fundamental günstiger ist. Und Silber ist halt im Vergleich zu Gold ein Industriemetall. Definitiv wird Silber benötigt werden die nächsten 10, 20 Jahre, wenn diese ganzen Trends sich fortsetzen. Stichwort Elektrifizierung von der ganzen Industrie. Und dann wird es die Nachfragesteigerung geben. Und Silber ist auch begrenzt und Silber ist fundamental günstiger. Also wenn man einen langen Anlagehorizont hat, plädiere ich persönlich für Silber. Gold sehe ich eher so das Thema, dass es kurzfristig besser läuft als das Silber. Von daher meine persönliche Einschätzung kurzfristig für Gold und langfristig für Silber, aber beides ist gut. Gibt es übrigens auch noch Platin, was ja eigentlich als Weißgold eigentlich seltener als das Gold und eigentlich vom Preis her halb so teuer wie das Gold, im Prinzip komplett unterbewertet auch ist das Platin. Und für einen Edelmetallinvestor finde ich das auch eine gute Beimischung. Aber wie gesagt, auch eher langfristig, weil kurzfristig sehe ich den ganzen Edelmetallmarkt sogar ein bisschen unter Druck dieses Jahr, weil einfach dieses Thema Zinserhöhung ist einfach massiv präsent im Moment. Das sieht man auch hier auf der Anlegermesse. Und da sind ein paar negative Sachen, die kommen. Auch von der Saisonalität her sieht Gold gerade schlecht aus. Vielleicht kurzfristig zwei, drei Monate warten. In der zweiten Jahreshälfte rechne ich eher wieder mit einem Schub nach oben, der definitiv fundamental berechtigt ist. Aus meiner Sicht hatten wir wieder ein tolles Interview mit Urban und auch das Feedback aus der Community zum letzten Interview ist sehr positiv angekommen. Wir sind bereits dabei, eine Fortsetzung des Gesprächs zwischen Urban und Wolfgang zu planen und werden sicher bald mit einem Update auf dem Kanal von Urban Jägle und Axino Capital auf euch zukommen. Bis dahin abonniert gerne den Kanal, um keine spannenden News und Informationen rund um das Thema Rohstoffe und Edelmetalle zu verpassen.